Da, Leute, so sieht einer aus, der 800.000 Dollar gewonnen hat. Aber hört ihr uns? Einen Moment, ich muss kurz gucken. Ja, ich habe alles auf. Stefan Nemitz, Junge, ich glaube 24 bist du, ne? Genau. Wie geht's dir nach einer Woche jetzt, wo du es realisiert hast, oder beziehungsweise vielleicht hast du es direkt realisiert? Erzähl, wie geht's dir? Ja, also abgesehen vom Schlafrhythmus, der immer noch ein bisschen kaputt ist, geht es mir sehr gut. Ich schaue, dass ich da, also realisiert habe ich es ja. Also es war richtig cooler Grand, richtig geiles Turnier, super Format. Und also ja, es war auf jeden Fall der Höhepunkt, den ich bis jetzt gehabt habe. Das Highlight meiner noch jungen Pokerkarriere. Also er hat richtig Spaß gemacht. Und die Party danach war, die war noch cooler. Ja, ich habe es so ein bisschen mit erzählt bekommen von Mario, aber es war bestimmt. Ich meine, du hast eben im Vorgespräch schon erzählt, das war für dich, ich mache jetzt mal einen kurzen Teaser so, es war für dich das längste Online-Turnier, was du bisher gespielt hast und extrem kräftezehrend. Fangen wir mal von vorne an, bevor wir von deinem großen Score dann am Ende darauf zurückkommen nochmal. Wie war das Turnier insgesamt für dich und was waren so die, vielleicht auch die Key Hands, die du da, an die du dich erinnern kannst, die das Ganze dann zu dem gemacht haben, was es am Ende war. Ja, da muss ich einmal gleich von Anfang an beginnen, weil am Sonntag um 12 Uhr habe ich begonnen, das Turnier zu spielen. War eigentlich schon relativ müde, weil man doch am Sonntag ist immer viele Tische, viele Turniere, viel los. Und ja, habe ich mich halt reingehauen. Ist gleich von Anfang an gut gelaufen. Gleich einmal, was ist, ich glaube, ich war vor am Tag 3 nie unter 100 Blinds oder unter 150. Also es war von Anfang an krass. Ja, habe ich halt bis um 8 in der Früh gespielt, war circa um 9 im Bett, bin am Montag aufgewacht um 3, 4, habe nicht gewusst, wo vorne und hinten ist, mich überhaupt nicht auskennt. Ja, Montag ist dann um 19 Uhr direkt weitergegangen, wieder bis um 7 in der Früh. Also es war wirklich ein Orga-Marathon. Ja, sind wir wieder souverän, bin ich wieder souverän durchgekommen. Tag 3 war, ja, da ist dann das erste Mal brenzlig geworden, wo ich dann bei 13 Left oder so mit 9 Blinds da sitze. Dann gewinne ich Dame Bube gegen Ass König für 20. 3 Hände später Blind gegen Blind, Ass für Suited gegen Ass 5, River 4. Ja, also da habe ich dann wieder 40 Blinds gehabt und dann, ich glaube, noch einmal 3 Hände später, habe ich den Flip für 90 BP, 10er gegen Ass König gewonnen, wo direkt die 10 am Flop kommt. Und das Beruhigend. war, ja, und also das war krank, voll krank. Und dann war ja noch Mario mit dir auch so deep in dem Genau. Moment. Genau, da ist am anderen Tisch gesessen, da haben wir natürlich gegenseitig uns gesweatet. Ja, das glaube Ja, ich. also Verrückt. es war relativ smooth dann, nachdem ich die 3 wichtigen All-ins gewonnen habe. Aber es ist alles in die richtige Richtung gelaufen, so wie man es halt braucht, wenn man ein Turnier gewinnen muss oder gewinnt. Also ja, es war richtig cool. Und dann natürlich nervös am Final Table gesessen und gleich mal Aces gegen Ace King reinbracht. Das war. Da ist dann schon ein bisschen die Nervosität abgefallen am Final Table und dann, ja, alle Spots sind halt in meine Richtung gelaufen. Ich hatte Kartenglück, ich hatte Runout-Glück, ich habe gefühlt immer die richtige Entscheidung getroffen, so wie ich das nachher im Stream gesehen habe, die Hände vor den Gegner. Also es hat halt einfach alles zusammengepasst und das nötige Glück, was man braucht, um ein Turnier zu gewinnen, das habe ich definitiv ja, gehabt da. Wie viele Runner waren das? Ich glaube 3.500 sowas. Und am Ende. 3,6K. Aber was du sagst, hat natürlich das nötige Glück, die richtigen Hände, die richtigen Runouts am Ende. Aber konntest du das Gelernte dann trotzdem auf dem Final Table so abrufen? Oder war es am Ende eher am Durchmarschieren? Ja, natürlich. Also im Laufe der Zeit habe ich viel über ICM gelernt, vor allem durch Mario, der mir immer wieder Final Table Reviews gibt.
und sich mit mir beschäftigt damit, vor allem am Pre-Flop ist beim ICM sehr wichtig. Post-Flop ist da jetzt gar nicht so relevant, wenn man halt Pre-Flop die richtigen Entscheidungen trifft und richtig drei-bettet, richtig jammt, richtig off-called. Das ist wirklich schon circa, weiß ich nicht, 70% ICM ist Pre-Flop-Situations. Also da habe ich halt viel gelernt in den letzten Monaten und das konnte ich halt relativ gut umsetzen. Auch ja, also es war natürlich, also das Glück brauchst du halt immer, weil ich glaube, ich habe keine einzige 3-Bet reinbekommen, ganzen Final Table. Meine 3-Bets sind immer durchgegangen. Ich habe gut gehittet, die Flops. Also ja, also es war dann am Ende schon ein bisschen durchmarschieren und ohne großartig schwieriges, toughe Spots, ja, hab ich's dann halt gewonnen. Ich habe dich ja auch schon ein paar Mal live jetzt getroffen und wir haben ja auch schon mal, also ich war bei euren Werwolf-Runden, ihr seid ja ein mega eingeschweißtes Team als Poker, das sind ja eigentlich die Grindhouse-Jungs ausschließlich, mit glaube ich ein, zwei Ausnahmen. Ja, paar andere sind auch dabei, ja. Ja, ihr supportet euch wahrscheinlich ja gegenseitig extrem in Form von, dass ihr euch gegenseitig irgendwie auch trainiert, schaut, wie du gerade beschrieben hast, dass Mario da mal über den ICM-Kram guckt oder wie kann ich mir das vorstellen bei euch als Community? Wie funktioniert so ein Alltag bei euch? Lebst du auch in der WG oder wie ist jetzt? Na, ich lebe allein, Okay. aber ich bin oft bei den Jungs und wir pokern gemeinsam und verbringen halt generell eigentlich viel Zeit miteinander. Die anderen Jungs, der Fabi, Flo und Roli, haben eine WG und dann ist der Martini auch noch mit dem Hagi in einer WG. Das heißt, mein Umfeld ist eigentlich nur Pokern. So, es gibt quasi nichts anderes. Und das ist, glaube ich, was mich extrem schnell vorangebracht hat oder noch immer voranbringt, dass halt das ganze Umfeld, alle Unterhaltungen gehen eigentlich fast nur ums Pokern. Das heißt, mein Alltag besteht eigentlich quasi nur aus Pokern und ein paar Ausnahmen, wie das Studium, wo ich eh schon im vierten Semester bin, nach Alles vier krass, du Jahren. studierst, was studierst du? Sportmanagement. Und das nach solchen Scores, ist das jetzt noch ein Plan durchzuziehen oder? Ja, auf jeden Fall, weil was man hat, hat man. Der Papa ist auch glücklich. Ja, Und glaube ich. ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das meine Nummer 1 Priorität im Leben ist. So ehrlich muss ich sagen. Ja, natürlich. Aber wie steht die Familie dann dazu, was du jetzt machst als Pokerprofi? Ist das eher ein Dorn Also. im Auge für die oder ist das, spürst du dann Support? Also bei meiner Mama, die ist da eher so wie ich, eher ein bisschen, immer ein bisschen risikoreicher. Die hat das von Anfang an unterstützt. Die hat mich, ja, weil sie jetzt selber sie ist selber Unternehmer, also Selbstunternehmer, Einzelhändler. Und das passt eigentlich gut zusammen im Poker, weil es ist doch, irgendwo ist doch dasselbe Einzelhändler und Pokerspieler, weil du machst halt dann dein eigenes Business. Und mein Vater, der arbeitet halt normal in einer Firma und der war halt am Anfang schon ein bisschen skeptisch, aber hat mich auch eigentlich immer unterstützt. Und also ich meine, wenn er jetzt halt noch skeptisch ist, Ja, dann weiß ich halt auch nicht. stimmt. Ist schon. Aber na, also meine Eltern haben mich immer, wie auch in allen anderen, immer super unterstützt. Also da gibt es gar nichts. Ja, aber das ist schon wichtig, dass du da zum einen halt die Jungs hast, mit denen du quasi ja, also in einem Umfeld bist, das positiv ist für das, was du tust und da halt den kompletten Support bekommst, als dass du dann immer Gegenwind bekommst und immer gegen Windmühlen da Ja, angehst und ja, das gibt es eh es oft genug ja. beim Poker, gerade beim Pokern. Ja, aber nochmal zurück zu den Jungs, mit denen du das Grindhouse ja dann auch gemacht hast und dann am Ende jetzt auch immer noch eng verbunden bist. Ich habe dich da gesehen in dieser Werwolf-Runde und du bist ja unfassbar emotional. Also ich glaube, Gaugi und du habe ich immer so, boah, ihr seid komplett in dem Spiel drin und bist du generell ein emotionaler Typ so? Ja, würde ich schon sagen, ja. Und da frage Also, und wie kriegst du das dann aber auf ich dem finde. Pokertisch? Also das ist ja auch da noch mal, du bist ja, also
ja, doch emotional, wie ich dich erlebt habe, so, aber funktionierst ja super am Pokertisch. Das ist ja dann schon nochmal eine Aufgabe, das unter Dach und Ja, Fach also zu kriegen. Pokern ist halt so die Sache, weil eigentlich solltest du relativ emotionslos Ja. pokern. Andererseits, und dessen bin ich mir auch bewusst und ich versuche es auch so gut wie möglich in Grenzen zu halten, aber ich finde, eine Leidenschaft auszuüben, ohne Emotionen zu zeigen, das ist einfach, also ich finde, Emotionen können immer einfach ein bisschen dazu Ja. und deswegen. Ja, also wenn ich da komplett emotionslos jetzt da sitze und sage, jawohl, ich habe einen Flip gewonnen oder okay, habe ich schon wieder verloren, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr weiter pokern wollen, weil dann macht es mir einfach halt keinen Spaß mehr. Ja, aber dann ist Da es keine dein Emotionen. Ventil auch vielleicht, ne? Also ich sage jetzt mal, ich kann jetzt von mir sagen, ich bin auch eher ein emotionaler Mensch und generell kenne ich viele, die beim Pokern emotional sind. Und dann wird natürlich immer, wie du gerade gesagt hast, gesagt, man muss ja komplett die Emotionen beim Pokern ausschalten. Aber ich für mich persönlich kann zum Beispiel sagen, es ist für mich ein Ventil, wenn ich mich in dem Moment mal über eine Hand aufrege oder mich über eine Hand sehr freue und danach aber wieder zurück mich erden kann und weiterspielen kann. Kannst du das für dich auch so ungefähr sehen? Ja, also das schon. Also jede Hand ist halt so ein eigenes Puzzle, was man halt lösen will. Ja, also beim Flips, das geht halt einfach rein. Da kann man halt sowieso nichts dagegen Nee, das machen. stimmt, Das ja. heißt, das sollte man halt, Augen zu. das, den gewinnst halt einfach oder den verlierst halt einfach und dann fertig. Natürlich ist es halt ärgerlich, wenn's deep in einem Turnier bist, aber da weiß ich halt 5 Sekunden später, okay, das ist. Ist halt einfach Standard, wenn du das Queens gegen Ace King reinkriegst für was weiß ich 50 Blinds und ja, dann verlierst du ihn halt. Und natürlich ist es ärgerlich, weil es für viel war und weil es deep in einem Turnier ist, aber andererseits ist halt das Normalste, was passiert beim Pokern. Und das sollte sich schon jeder bewusst sein, weil wenn man sowas halt nicht standhalten kann, dann wird man halt wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich beim Poker sein, glaube ich. Ja. Und der zurück zum Venom. Du hast da 800.000. Habt ihr untereinander geswappt, wenn du darüber sprechen möchtest? Oder ist es für dich? Ja, also das finde ich auch also ganz cool, dass eigentlich fast alle aus der Gruppe hatten halt Prozente. Das freut mich halt noch viel mehr, weil dann hat halt jeder ein bisschen was mitgeschnitten. Ja. Also ja, also es hatte jeder ein paar Prozent. Aber für dich ist es ja eine Summe wahrscheinlich, die jenseits von dem ist, was du bisher, also du hast ja schon große Scores gemacht, so ist es nicht, aber das ist ja jetzt schon mit Abstand wahrscheinlich das größte Ergebnis, was du jetzt für dich verzeichnen konntest. Das ist mit komplettem Abstand das Größte, was ich je gecached habe. Geil. Und wahrscheinlich auch in nächster Zeit cachen werde. Oh, das, ja, wer weiß. Das war genau, und das ist meine nächste Frage, nämlich, bei so einem Betrag, den du da jetzt gewonnen hast, wie gehst du an die Summe ran? Heißt das, ich gehe ein bisschen genauer auf die Frage, also formuliere das etwas genauer. Summe X geht zum Beispiel in Investitionen, in irgendwie was auch immer. Summe X steckst du in ein Pokerspiel. Und daraus dann die Frage, sind jetzt High-Roller-Turniere online, also so 1.000-Dollar-Turniere und so weiter, jetzt dein Standardrepertoire, was du jetzt spielen wirst? Oder wie gestaltest du das insgesamt? Also, ich würde sagen, circa 90% von dem, was ich gewonnen habe, wird investiert Mhm. in Kryptos, in Aktien, in was auch immer. Ja. So zum Leben brauche ich eigentlich nicht viel Geld, weil ich kaufe mir nicht wirklich Gewand, ich kaufe mir keine teuren Accessoires oder Uhren oder Autos oder was auch immer. Das Einzige, für was ich viel Geld ausgebe, ist, wenn wir Essen bestellen. Das Ja. ist eigentlich das Einzige, für was ich Geld ausgebe. Ansonsten, ja, also die Investitionen zähle ich immer zu meiner Bankroll dazu. Das heißt, wenn ich halt was im schlimmsten Fall brauche, nehme ich es mal einfach runter. Zwischendurch schaue ich halt einfach, dass halt einfach mehr wird durch, was weiß ich, also durch einfach durchhalten. Natürlich. Bisschen liquide muss man schon sein auf den Pokerseiten. Das heißt, ich schaue, dass ich immer da auf den Pokerseiten genug zum Spielen habe und den Rest investiere ich einfach immer.
Aber Aber ich mache nichts steigst du dann trotzdem Hartnäckiges im Limit auf Projekt. oder bleibst du so, wie du, also vom Average, wo du jetzt warst? Oh, also ja, sorry, das habe ich noch nicht beantwortet. Nee, Ah, ist na, nicht. also ich werd gar nichts an meiner Schedule verändern. Ich werde immer noch die $50 Turniere spielen und die $80. Ich werde nicht abmoven, weil die Spieler sind halt dann trotzdem, das heißt ja nicht nur, weil man jetzt eine größere Bankroll hat, dass man automatisch besserer Spieler ist, sondern deswegen finde ich auch so Geldziele eigentlich relativ sinnlos. Ich werde das skillmäßig davon abhängen, wann ich die Stakes raufgehe und wann halt runtergehe, wenn sollte ich halt schlechter werden. Also, na, ich werde sicher keine $1000 Turniere spielen, auch keine 500er, außer das sind halt richtig gute mit vielen Runnern. Ansonsten werde ich genau denselben Schedule weiterspielen wie zuvor. Jetzt seid ihr in der Truppe ja auch unterschiedlich weit, ne? Es gibt welche, die bei euch die High Roller und Super High Roller Turniere spielen, dann gibt es wieder welche, die jetzt halt Mid Stakes spielen. Und da verschiebt sich so ein bisschen ja auch der Fortschritt von den Poker-Skills. Ist das so, dass das ein Druck ist für euch oder unterstützt ihr euch da untereinander? Misst man sich vielleicht? Wie kann ich mir das vorstellen bei so einer Poker-Gang? Na, also so Wettbewerb oder Competition zwischen uns gibt es gar nicht. Also wir haben eine eigene WhatsApp-Gruppe, wo jeder immer seinen, wenn er einen Final Table hat, das postet er rein. Da freut sich jeder, den sweatet dann jeder, den macht sich jeder einen Tisch auf. Das ist halt guter Team-Spirit, den wir da drin haben, ohne Eifersucht, ohne irgendwas. Weil das passt halt einfach nicht dazu. Wenn einer Geld gewinnt, sollten die Freunde nicht eifersüchtig sein, weil er jetzt Geld gewonnen hat und man selber nicht. Also sowas brauchen wir dann nicht in unserer Gruppe. Und wir kennen uns schon alles so lang, dass das Geld jetzt dann nicht die Freundschaft zerstören kann. So. Ja, aber das ist schon ja, schon eine Herausforderung, würde ich sagen, wenn da jemand halt, ich versuche ein Beispiel zu finden. Ja, wenn einer halt aus der Wenn einer Gruppe, halt super Run hat und du ja, bist halt Downswinger von 4 Monaten oder so. genau, das ist schon noch mal Ja. eine charakterliche Probe für einen selbst, kann ich mir vorstellen, dass man da dann trotzdem weiter so funktioniert. Als Team. Ja, also na, also wir kennen uns schon so lange Ja. alle. Den Gorgi kenne ich schon ich glaube, seit ich 5 bin, also seit 20 Jahren jetzt schon. Also das ist schon. Das wäre schon sehr schade, wenn das Geld unsere Freundschaft spalten wird. Und Ja. wir haben das auch immer relativ locker gesehen mit Geld alles. Also wir spielen sie auch nicht nur wegen Geld, sondern weil es uns einfach Spaß macht. Also nein, für uns gibt es da nichts. Ja. Nichts ist da, Ja, aber das dass wir ist uns richtig spalten können. sehr wichtig, also da Ja. als Team dann weiter zu funktionieren, ne? Weil ist ja auch zum Beispiel, da kommen wir aufs Thema, beim Fußball so, da gibt es einen Star und das Team ist ja dann am Ende auch auf diesen Star eingespielt, aber ohne das Team funktioniert derjenige ja auch nicht. Das heißt, also es ist ja so eine Art Symbiose, auch jetzt nicht, obwohl ihr ja Einzelkämpfer seid, ist es trotzdem ja wichtig. Weil jeder wächst dadurch, dass ihr euch gegenseitig supportet, ne? Ja, vielleicht ist das eh der Grund, warum wir uns da alle so gut supporten, weil ich glaube, jeder aus unserer Gruppe spielt Fußball oder hat Fußball gespielt. Und ja, es wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, Ja, dass da jeder den Sport ausgibt. Früher ein Teamsport, ja. kein Einzelsport. Also, ja, Deswegen, das ja. ist schon coole, also wir haben da schon eine richtig coole Dynamik drin. Würde ich sagen. Du spielst ja auch viermal die Woche Fußball im Verein. War da mal deine Ambition, das professionell zu betreiben? Hast du das mal als Ziel gehabt? Ja, also ja, auf jeden Fall. Also ich war ja mit 13 oder 14 oder na, ich glaube sogar, na 13 oder 14 bin ich in die Fußballakademie gekommen in St. Pölten. Das ist so eine Jugend, also da spielst du in der höchsten Jugendliga
Österreichs. Also da spielt man gegen Rapid und Red Bull Salzburg, sind wahrscheinlich die bekanntesten österreichischen Fußballclubs. Gegen die spielst halt, und natürlich, wenn du halt dort bist, dann willst du halt auch Profi werden, weil ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst beim Fußball, aber die St. Pölten Geht so. Akademie hat schon ein paar gute Spieler rausgebracht, wie den Grillitsch Florian oder Ja, den den. Baumgartner Christoph. Die spielen jetzt beide bei Hoffenheim. Ja, das sagt mir noch was, ja. Ja, Also der erste. und also ja, aber ich habe dann relativ schnell gesehen, dass ich halt einfach nicht gut genug bin, um es wirklich als Profi in die deutsche Bundesliga oder in die Premier League zu schaffen. Das geht, das ist sie dann halt nicht mehr ausgegangen. Wird das einem Aber ich habe gesagt oder doch, merkst du das selber? na, du merkst es schon selber. Also irgendwann einmal siehst halt dann einfach, dass du das Niveau von den anderen Superspielern halt einfach nicht erreichen kannst. Also, na, das ist sie dann immer ausgegangen. Aber und im Nachhinein bin ich auch froh drüber, weil das, was wir jetzt haben, so als Gruppe, das würde ich wahrscheinlich nicht mehr gegen irgendeinen Profivertrag in der deutschen Bundesliga eintauschen wollen, weil man so halt einfach ziemlich frei ist und eigentlich machen kann, was man will. Ja. Und das macht halt schon sehr Spaß. Und ist Fußball für dich ein großer Bestandteil auch dafür, dass du am Pokertisch funktionierst? Also Sport und Poker, die Verbindung ist die da groß? Ja, Sport hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht und ich bin halt auch einfach in der glücklichen Lage, das zu machen, was mir Spaß macht. Und Fußball war einfach immer schon meine Leidenschaft Nummer eins. Schon mit 5 habe ich begonnen oder so. Ja, es macht mir einfach Spaß, mit Freunden zu spielen und Ball drauf zu hauen, Tore schießen. Das ist halt einfach immer ein cooles Gefühl. Und ja, natürlich, wenn du natürlich hilft es dir auch am Pokertisch weiter, wenn du fit bist, bist du auch im Kopf mehr, also fitter, als wenn du halt gar nichts machst in der Corona, also in der, im Lockdown habe ich gemerkt, dass ich halt einfach Nackenschmerzen gekriegt habe, Kopfweh, jedes Mal, wenn ich aufgewacht bin. Kaum habe ich zum Fußballturnier wieder begonnen und war das halt einfach alles weg. Und ja, also ich würde schon sagen, dass gesundheitlich geht es mir mit Fußballspielen wesentlich besser, so ne? Ja. Und allein deswegen macht schon Sinn. Welche Position spielst du? Stürmer. Ah, okay. Tore reinmachen. Hast du bestimmt beim Pokercode Festival auch. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Aber ihr habt da, glaube ich, Ja, auch. den Weltcup haben wir gewonnen. Oh, läuft's. Bei der WSOP habt ihr den gewonnen. Ja. Ja, das war da, genau. Da bekam ich ja bei euch in das Haus und stand der Pokal vorne. Da seid ihr. Das war auch ein hartes Spiel, habe ich mal mir sagen lassen, gegen, ich glaube, Argentinien war nicht so ganz fair gegen Argentinien euch, ne? war vollkommen absurd. Die haben uns da zusammengehauen, wie war es denn dort? Ja. Ja, Wahnsinn. Aber da noch ruhig bleiben ist auch schwer dann, ne? Wenn man merkt, dass die Ja, da nicht ganz fair sind. hab ich eh nicht geschafft. Ah, Ich okay. bin dann nach Ja. 5 Minuten ausgewechselt worden. Geil. Okay, hast du schon gelbe Karte gehabt oder ging noch? Ja, blaue Karte, aber ich krieg 2 Minuten raus. Oh. Ach so, Dann das ist wieder beim rein, gleich wieder raus. ist beim Halbfußball gibt es da andere Regeln. Ja, da musst du dann 2 Minuten rausgehen und dann darfst du wieder reingehen. Wenn du, glaube ich, noch eine blaue Karte kriegst, dann kriegst du halt rot. Oh. So. Und die von Argentinien haben 7 blaue Karten gekriegt. Wow. Ja, okay, Ganzes das Spiel. sagt alles. Das sagt alles aus, ja. Aber ihr habt das Ding geholt, also. Ihr seid die Ja. Mo. Nächstes Jahr, dieses Jahr ist ja WSOP wieder. Fliegst du hin? Ja, für einen Monat. Also von Mitte Juni bis Mitte Juli. Also bis zum Ende eigentlich. Spielst du das Main Event? Ja, ganz klar. Ja. Das ist das beste Turnier, was es auf der ganzen Welt gibt. Ja. Ja, du hast es ja dieses Jahr schon, Quatsch, letztes Jahr schon Ja, gespielt. letztes Jahr gespielt, ja. Bin ich Und leider Tag 2 raus. ja, wollte ich gerade fragen, lief noch nicht so ins Geld, aber jetzt unterm Strich hast du ja trotzdem in Vegas ja schon ganz gute Ergebnisse geholt, insbesondere als du im März letzten Jahres schon da warst, ne?
Genau, März letztes Jahr im Venetian, das 5K Main Event. Ja. Das war auch sick, weil da war ich mit Rolli am Tisch bei 9 Left. Final Table. Letztes Mal mit Rolli, dieses Mal mit Mario. Ja, stimmt. Was gab es am Ende? Welcher Platz? Bist du im Venetian Ich bin geworden? dann leider 9. geworden, für 70 oder so. Ja. Der Rolli wurde Dritter. Ja, aber da habt ihr auch wahrscheinlich untereinander euch wieder Ja, geswappt. genau. Dann hat jeder was davon. Das ist der Vorteil, wenn man das macht, dann. Ja, weil es ist halt einfach, finde ich, viel leibender, wenn halt alle gewinnen, als wenn halt nur einer oder wenn halt nur ich selber gewinne. Ja. Weil da verzichte ich lieber auf die 30% und alle anderen haben dafür auch was gewonnen. Ja, das stimmt. Also ist cool. Ja, aber das Poker-Code, Hannes, ist da. Grüß dich. Ja, wie ist aber der Weg bei dir losgegangen? Also der Ursprung, dass du überhaupt Poker angefangen hast. Wie kam das zustande? Warte mal, muss ich kurz selber kurz nachdenken. Ich glaube, es war circa vor 5 Jahren, mit 19 oder so. Okay. Da war der Mario, war da schon mit Flo eigentlich ziemlich gut befreundet und ich war halt mit Flo ziemlich gut befreundet, aber kannte den Mario noch nicht so wirklich. Und irgendwann einmal hat mir der Flo gesagt, also der Gorgi, dass er pokert oder so. Und ich haben eigentlich nichts dabei gedacht und haben mir gedacht, cool, das will ich auch probieren. Und haben wir dann so ein Buch bestellt, so ein Pokerbuch, so ein Anfänger-Pokerbuch. Und dann habe ich mir das halt einfach mal durchgelesen und habe auf PokerStars die 50 Cent, 1 Dollar Turniere gespielt und haben natürlich alles verloren, also eh klar, Ja. wie es halt am Anfang so ist. Habe halt überhaupt nichts gerissen und mit der Zeit habe ich mir dann halt einfach so Pokerkurse gekauft und habe halt ein bisschen mal Ranges so gestartet, was man halt so eröffnet, so auf den verschiedenen Positionen. Und ja, dann ist halt so dahingegangen und manchmal habe ich was gewonnen, dann habe ich es wieder verloren, habe ich wieder was gewonnen. Ja, und dann hatte halt der Hanni, also der Johannes, der Mansport Johannes, hatte halt die Idee mit dem Grindhouse, ob wir alle zusammen in ein Haus gehen wollen und das wird alles gefilmt. Und ja, und es war halt so circa eine Woche bevor das Grindhouse begonnen hat, hat er uns das vorgeschlagen, die Idee, und wir so alle, ja, passt, ist cool. Und ja, und ich würde sagen, nach dem Grindhouse hat es dann so begonnen, halt hat es dann begonnen, dass ich mich so richtig aufs Pokern konzentrieren und meinen Alltag danach zu gestalten. Was ja noch gar nicht Und so lange her ist. na, das ist 1,5 Jahre her. Ja. Verrückt. Ja. Und das ist eine steile Karriere insgesamt ja bei euch. Das ist ja durch die Decke gegangen. Woran machst du das fest, dass ihr so einen schnellen Fortschritt gemacht habt? Was war wichtig? Was ist wichtig? Ja, also ich glaube, dass du oder dass man Pokerspieler halt einfach, man muss halt einfach die Zeit reinstecken ins Lernen. Also man wird halt einfach nicht besser nur durchs Spielen. Ich glaube, das, was einfach viele nicht machen, einfach studieren, sondern einfach nur spielen. Andererseits muss man auch, also effizient studieren. Also es bringt nichts, wenn man sich 5 Stunden lang am Tag irgendwas reinpumpt und es bleiben halt quasi davon nur 20 Minuten hängen oder so, also macht wenig Sinn. Das heißt, meistens reicht halt schon 1 Stunde konzentriert, Hände zu reviewen, HEC-Spots zu machen, Shuffling-Spots, ICM-Spots, was auch immer, Odin. Ja, das reicht halt meistens schon, wenn man das halt einfach kontinuierlich macht, jeden Tag 1 Stunde, da wirst du halt schon relativ schnell gut und bietest dann halt schon die Mid-Stakes nach 1 Jahr oder 1,5 Jahren. Ja. Also ja, Also das geht dann relativ schnell. reinklotzen ist wichtig. Aber hast du vielleicht auch so einen typischen Fehler, den du immer siehst bei den Turnieren, die
Also vielleicht fällt dir so einer gerade ein, wo du sagst, ja, das sehe ich ständig, dass die Spieler das machen. Also, weiß jetzt nicht, ob das so ein richtiger Fehler ist, aber die Leute flatten viel zu loose und callen die Dreibet viel zu loose. Das würde mir jetzt einfallen, was man ein bisschen attackieren kann, sind diese Spots, weil gerade in diesen Low-to-Mid-Stakes-Turnieren die Leute, vor allem im Bounty-Turnieren, die callen alles gefühlt. Also so, ja, das würde mir jetzt einfallen. Ja. Wenn ich jetzt 10 Minuten drüber nachdenke, würden mir wahrscheinlich noch mehr Sachen einfallen, Ja, gut, aber aber das Erste, was hier ich glaube, so. die 10 Minuten können wir uns jetzt sparen. Ja. Wir können Schweige 10 Minuten einlegen, mein Freund. Schweigen. Aber wie sieht deine Herangehensweise aus dann, wenn du Study machst? Also ein klassischer Study-Tag von dir? Also ich markiere mal während dem Grind immer Hände. So um die 10, wo ich immer nicht wirklich sicher bin, ob das jetzt so gespielt wird, dann schaue ich mir das am nächsten Tag an. Manche machen es nach dem Grind, aber nach dem Grind bin ich meistens einfach immer zu müde. Deswegen mache ich es direkt nach dem Aufstehen und da einfach am fittesten ist. Schau mir die Hände in Odin an. Das ist richtig, richtig cooles Tool, damit zu prüfen, ob man da jetzt richtig oder nah gelegen ist von den Bet Sizings und Ranges und was auch immer. Das ist so der erste Punkt, also Hand Reviews. Dann schaue ich mir halt einfach noch Spots auf HRC an und auf HRC Beta, die nächste Version von HRC, schaue ich mir dann halt RCM Spots an. Ja, also vor allem Preflop Ranges. Das schaue ich mir eigentlich an. Ja, das ist Was gibt es noch? das. Und Bounty-Turniere. In Bounty-Turniere fuchse ich mich gerade rein, weil da habe ich noch ein paar Leaks drin, die ich gern fixen will. Ja. Und vor allem dieses Theoretische dahinter verstehen, wie so ein Bounty zustande kommt, wie viel Chips man oder wie viel mehr EV man braucht, um zu callen. Man natürlich weitergehen muss, weil Bounty-Plays. Ja, das versuche ich gerade bisschen zu verstehen und fuchse mich da rein und da muss ich mir dann auch ein paar HRC-Spots mit Bounties anschauen, weil Ja. ich da auch mal besser werde, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie nur mehr oder sehr, sehr viele Bounty-Turniere kommen und die normalen immer weniger werden. Ja, das stimmt. Hast recht. Das war ein sehr populäres Format. Das Ja, merkt man auch voll. schon am Staking, wenn man was, also wenn man bei GG kann man das ja machen, das ist das Tool ja da, dass die Leute fast bei Bounties nur kaufen und bei den normalen gar nicht mehr. Weil einfach da natürlich, ich sage, glaube ich mal, übertragen sind, dass das schnelle Geld ist, wegen des Bounties, dass man halt relativ schnell da vielleicht einen guten Bounty-Preis zusammenkriegt. Ne? Das ist, glaube ich, so der Grundgedanke, warum es so beliebt ist. Kann ich mir vorstellen. Sehr actionreich. Aber ja, stimmt, das ist eine große Baustelle noch. Ne? Bounty ist, glaube ich, der Content noch nicht so weit, wie er jetzt im Ja, normalen. voll. Also da gibt es richtig viel zum Holen, glaube ich. Wenn du das gut spielst, Ja. dann da kannst du schon richtig gut performen, diesen Ja. Turnieren. Vor allem die ganzen Main Events, also auf PokerStars, die Sunday Million und so, das ist ja fast nur noch Bounty Million oder so. Und Ja. wenn du da halt Content reinsteckst und Zeit investierst, dann, also das holt da schon eine ordentliche extra Edge raus gegenüber den anderen Spielern. Ja, das glaube ich auch. Macht schon Sinn, sich da reinzufuchsen. Ist halt nur live noch nicht so, ne? Ist halt schwierig, live umzusetzen. Man gibt ja jetzt dieses Mystery Bounty, was wir ja da in Vegas gesehen haben oder gespielt haben, auch alle, Ja. wo man halt am Ende dann doch so einen Umschlag zieht und ich glaube, zwischen 500 und 100.000 an Bounty kriegen kann. Das war ganz lustig, aber so richtig übertragen kann Was man es live noch das war nicht. im Win, oder? Ja. Hast du es auch gespielt? Ja. Da habe ich gleich einmal 2 Bounties geschnappt in den ersten 2 Händen. Geil. Und Aber was war leider nichts drin? gezogen. 500 und 1000, glaube ich. Ja, gut. Also reich bin ich leider nicht geworden.
Bist du noch ins Geld gekommen? Bist du ins Geld gekommen da? Ja, ich glaube, du warst, wenn du Tag 2 warst, du warst im Geld gleich. Okay. Ja, Aber ich. das war ein super lustiges Turnier. Ersten zwei Hände, zwei Bounties. Und 7 Hände später bin ich ausgeschieden. Aggressiv. Los, Ja, aggressiv. was war das für ein Turnier? Das war, glaube ich, ein 2000-Dollar-Turnier. Ja. Jedes Bounty hat einen Wert von circa 5.500 Dollar gehabt. Das ist ein Schnitt. Ja, das. Also das war, da musst ja komplett crazy gehen Ja, in stimmt. diesen Turnieren. Gerade wenn man dann den Tag 2 erreicht hat, ne? Genau. Hattest du denn auch trotzdem jetzt in den Jahren, seitdem du pokerst, schon eine Zeit, wo du dann hart an deinem Spiel gezweifelt hast, wo du vielleicht sogar broke warst? Also, wie jetzt zu Anfang erzählt mit dem 50-Cent-Turnier, aber wo es dann halt schon professioneller war, wo du jetzt halt gemerkt hast, dass du davon leben kannst, gab es dann trotzdem nochmal eine Zeit, wo du mit dir zu hadern hattest? Und wie bist du da Also rausgekommen? Das ist. broke war ich eigentlich noch nie, also so richtig broke. Letzten Jahr, wir waren in Las Vegas im März, glaube ich, oder im April, nein, ich glaube im Genau. März, Ja. und der Matthias hat da ein Turnier gewonnen im Wynn, glaube ich, für 350k. Und da hatte ich halt ein paar Prozent Action, also ja, also viel. Und ja, und die kommenden 4 Monate bin ich komplett dropped. Also ich habe kaum Caches, keine Deep Runs, die typischen 18. bis 10. Plätze gemacht, die halt genau nichts bringen. Und ja, also da bin ich dann relativ hart gedroppt und habe schon gezweifelt dran und habe halt auch geredet mit halt einfach Leuten, die besser sind und die das halt schon öfter erlebt haben, zum Beispiel mit Mario, der hat mich da gut unterstützt, hat halt gesagt, das ist halt einfach normal. Also das war halt circa ein 400 Buy-in Downswing, und ja, das gehört halt einfach dazu und da muss man halt einfach durch und die positive Varianz, die kommt halt einfach wieder. Und ja, Und da jetzt ist ist sie. halt wieder Tada! kommen. Jetzt ist er wieder gekommen. Ja, bist ganz gut zurückgekommen, ne? Ein bisschen. Genau. 800.000 Dollar. Was, warte mal, jetzt hatte ich gerade eben noch eine Frage, die ich hier unbedingt stellen wollte. Ah, jetzt habe ich es verloren. Aber was, egal, egal. Du kennst das, ich habe eine Frage und dann geht sie mir verloren, weißt du. Aber du bist auch in einer Beziehung. Wie sieht das aus da, was ich am Anfang die Frage gestellt habe mit Familie? Wie lässt sich pokern mit den vielen Reisen, mit den vielen Stunden, die man am Pokertisch sitzt, mit der vielen Zeit, die man in Study reinsteckt? Also kommt ihr damit zurecht? Funktioniert das gut? Und vielleicht kannst du für die da draußen, die das Problem haben, dass die Frau, Freundin, wie auch immer, einfach keinen Bock hat, was sie da machen, vielleicht einen Tipp geben wie so ein Erfolgsrezept. Ja, also erstmal zu uns. Also das passt richtig gut. Meine Freundin, die studiert selber noch nebenbei. Das heißt, wir können so relativ viel Zeit miteinander verbringen und können auch zusammen reisen. Also das ist halt echt cool. Sollte sie irgendwann mal einen Job haben, weiß ich nicht, wie das ausschauen wird. Vor allem, wenn du ihr halt irgendwo festgebunden bist. Und wir halt als Pokergruppe halt eigentlich ständig herumreisen oder herumreisen wollen. Das wird halt ein bisschen, da hat meine Freundin gerade reingeschrieben, Also, Fangirl 14. ah ja. ja, das besprechen wir dann, wenn es soweit ist. Ja. Ich glaube, also das Tipp, oder nicht das Tipp, aber ich glaube halt, dass halt oft einfach an der Freundin liegt, wie sie das Pokern halt aufnehmen, weil wenn sie das Pokern halt einfach nicht akzeptieren oder halt einfach nur das Gamble oder Glücksspiel sehen und du aber selber
Also, dass es halt einfach deine Leidenschaft ist und du willst halt gut werden und besser werden und davon leben, dann wird es halt, finde ich, schwer, das zusammen unter einen Hut zu bringen. Und oft, ja, wird es halt dann einfach nichts mehr mit der Beziehung, weil wenn einer sagt, das ist blöd und der andere sagt, das ist cool und man kommt halt nie auf einen gemeinsamen Nenner, dann wird das halt einfach nichts. Ist halt schade, aber ja, kann man nichts machen. Ja, das Und stimmt. also ja, es ist schon wichtig, dass die Freundin das versteht, dass das halt, dass man es halt quasi als Job sieht. Und meine Freundin macht das, finde ich, ganz gut. Ja, die sieht das halt auch wirklich als Job und unterstützt mich da auch super. Und wir reisen dann auch immer gemeinsam, dann spiele ich Poker, dann macht meine Freundin was mit den anderen Mädels, die halt mitfahren. Und also das ist richtig cool. Ja, aber das ist ein Fundament, was schon nicht jeder Pokerspieler genießen kann, weil halt genau was du angesprochen hast, das halt doch für die meisten ja ein Glücksspiel ist. Aber natürlich resultiert daraus, dass einfach auch dann oft vielleicht nicht genug Energie reingesteckt wird und auch nicht der Ernst, den man eigentlich in jedem, also wie jetzt als Fußballspieler oder was auch immer, man muss halt einfach trainieren um besser zu werden. Und wenn man natürlich jetzt, wie du gesagt hast, nur Turniere klickt, dann ist das halt auch schwierig, da auch wirklich von leben zu können. Ne? Ist fast unmöglich, außer man hat halt mal gerade den Lucky Bing, aber selbst den, ja, habe ich schon oft jetzt mal, also wirklich schon mal bekannten Poker-Pro, den ich auch interviewt hatte, der hat auch gesagt, dass am Anfang einen großen, bei der EPT, also ich kann auch sagen, wer es ist, Jacktis, der hat am Anfang so einen großen Score gemacht und hat das halt einfach dann letzten Endes verblasen, weil er halt sich überschätzt hat. Und dann hat er natürlich an seinem Spiel gearbeitet. Und siehe, heute ist er ja auch ein Poker-Pro, aber trotzdem glaube ich, die Erkenntnis, da die Energie dann wirklich reinzustecken, ist nicht bei vielen gegeben, ne? Ja, und das muss man halt einfach reinbringen, sonst wird man einfach nicht besser. Aber das ist eh überall im Leben so. Also du Ja. musst überall Zeit und Energie reinstecken, weil sonst wird man einfach nicht besser. Das Ja. ist halt, glaube ich, der Schlüssel. Also anstrengend da draußen. Hinsetzen, Study machen. Was steht bei euch als nächstes auf dem Turnierplan live? Live. Las Vegas. Also tatsächlich davor gar nichts. Okay. Ich werde mich aufs Fußball konzentrieren. Das ist die letzte Halbsaison, also die nächste Halbsaison. Und werde da Vollgas geben, Welche werde mich Liga? herrichten. Und dann nach der Meisterschaft, nach dem letzten Spiel, fliegen wir dann eh schon nach Las Vegas. Ah, okay. Wann ist zu Ende? Im Mai, ne? Wahrscheinlich. Na, Mitte Juni, ich glaube am 19. und am 21. fliege ich weg. Ah ja, und das ist dann nochmal ein Monat, genau wie du gesagt hast. Bis zum 19. geht die ja, 19. Juli. Ja. Ja, ich. Ja, Seefeld, also da einer in den Kommentaren schreibt, Seefeld war geplant, wurde aber leider wegen Corona nach hinten verschoben und jetzt geht es mit Fußball nicht mehr aus, dass ich da hinfahren kann. EPT auch nicht. Also hätte er jetzt dann EPT gesagt. auch nicht. War es in der Ja. Planung? Prag war auch in der Plan. Habe ich mir schon ein Apartment bucht gehabt. Aber es ist leider auch nach hinten verschoben, geht sich jetzt auch nichts aus. Schade. Ja. Aber das wird nicht der letzte Cup Seefeld sein, glaube ich. Nee, natürlich nicht. So. Da werden noch genug Chancen kommen. Und jetzt sind ja auch die eine Lockerung überall langsam zu sehen. Und ich denke, die vielen großen Pokerturniere kommen wieder. Was ist für dich jetzt der Plan, wenn du jetzt so 10 Jahre oder fünf, ja, nee, so für dich so vorausschauen, so, wo siehst du dich? Hast du so einen gewissen Plan im Kopf oder lebst du eher so Also, Tag für Tag? ich weiß meistens nicht einmal, was ich am nächsten Tag mache. Ja, super. Also, Tito. da ist es relativ schwer, da für 10 Jahre einen Plan zu geben. Also, ich kann es da wirklich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, keine Ahnung, was da um mich. Ich lasse mich da einfach treiben. Ich werde Vollgas beim Pokern geben, schauen, was rauskommt, werde mein Studium fertig machen. Und ja, was dabei rausschaut, das können wir dann in 10 Jahren nochmal plaudern. Ja, gut, Grundlage Also ich hast du ja. weiß wirklich nicht. Also wirklich nicht.
Ja. Ja, ist auch, also aus meiner Sicht sympathisch, weil kann immer sich viel ändern im Leben, ne? Und dann hast du wieder einen neuen Plan so. Ah, Chat! Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt noch ein, zwei Fragen stellen. Ich habe nämlich Zeit jetzt hier schon ordentlich gestohlen, sehe ich gerade. Aber falls ihr noch eine Frage habt, haut sie in den Chat. Und ja, und ich sag schon mal echt mega nochmal große Glückwünsche. Ich habe das richtig gefühlt, als ich das gelesen habe. Ich habe direkt reingeschrieben bei Discord. Ich bin ein Fanboy. Ja. So, einfach weißt du so, weil was da abgegangen ist. Ich meine, was ging danach ab? Also kurz nochmal, bevor ihr dann die Fragen stellt. Was? Du hast die 800.000 Dollar gewonnen. Was ging direkt danach ab? Was habt ihr getan? Also wir waren dann alle gemeinsam, haben uns dann getroffen, und ja, circa 20 Minuten später waren wir alle voll betrunken, 20 Minuten haben später. die Musik aufgedreht. Druckbetankung. Uns hat es gewundert, dass keine Polizei vorbeikommen ist die ganze Nacht. Aber ich meine, wir haben ja auch erst um 3 begonnen, circa, oder um 3:30. Das heißt es eigentlich, ja, wir haben uns dann halt wirklich einfach feiern lassen, haben es genossen, haben Spaß gehabt, haben weitertrunken. Um 9 in der Früh sind wir dann, oder um 8 in der Früh sind wir dann frühstücken gegangen, irgendwo in Wien, weiß ich gar nicht mehr wo, irgendwo. Und ja, und dann haben sich die Wege getrennt und ich bin dann halt heim, habe meinen Vater noch kurz besucht, habe mit ihm plaudert und bin dann um 11 oder so ins Bett gegangen. Und ja, also seitdem bin ich, mein Schlafrhythmus habe ich noch nicht wirklich gefunden, aber ja. Aber ist das für dich so Lustig ein, haben wir es gehabt. ist für dich denn so ein krasses Glücksgefühl immer noch, dass es anhält? Oder wie? Also, keine Ahnung, ich kann mich da jetzt nicht so reinfühlen, wenn man 800.000 Dollar gewinnt, aber ich würde mir vorstellen, dass es schon ein paar Tage dauert, bis man wieder runterkommt. Ja, es war so ein bisschen eine Mischung aus, der Erfolg hat extrem gut an und andererseits die Erschöpfung, wo man kaum eigentlich irgendwie klar denken hat können oder was weiß ich, so das realisieren konnte, was gerade passiert ist. Das heißt, es war so eine Mischung aus Glücksgefühlen und Erschöpfung und keine Ahnung, wie man das nennt, was da rauskommt. Ja. Aber es war auf jeden Fall irgendwas dazwischen. Ja. Geil. Oh Mann. Frage von Taurus. Wie studierst du zurzeit und machst dir auch spezifisch Live-Poker-Study? Also sagen wir mal, die erste Frage haben wir ja im Interview schon, hast du schon beantwortet, aber nochmal auf den Live-Study. Was Also meinst du, studiert Taurus, mit ihr, Leistung? heißt es, also wenn du für Live-Poker-Turniere gibt es da nochmal, habt ihr da noch eine spezielle, ja. Ah, Herangehensweise, wie ihr das trainiert. nein, das, also auch einfach immer Laptop mitnehmen. Live habe ich es in Las Vegas letztens so gemacht, dass ich mir einfach die Hände aufgeschrieben habe in Notizen am Handy und dann einfach nachher in Odin nachgeschaut habe. Wie ist jetzt richtig, oder meine Frage quasi zu beantworten, habe ich es in Odin gemacht. Ja. Ja, aber sonst ein also Live-Poker ist mit Study eher ruhiger bei uns, weil es sowieso sehr anstrengend ist, weil man doch immer den ganzen Tag eigentlich im Casino ist und halt finde ich Live-Poker noch anstrengender ist als Online-Poker. Ja. Und ja, macht müde. Absolut. Letzte Frage. Gerade erst rein. Hattest du viele Prozente an dir selber? Musst du nicht beantworten. An dem 800.000 Dollar Bing. Ja, also nicht alles, aber Genug. ein paar, genug, ja. Ja. Genug, um jetzt halt ordentlich ja, ein gutes Polster zu Genug, haben. um gescheit zu investieren. Ja. So sieht's aus. Ja, dann würde ich sagen, Nemi, tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und Ja, danke Glückwünsche für die nochmal. Einladung. Ja, klar. Ich Hat hoffe, mich gefreut. ja, wir sehen uns hoffentlich sehr bald wieder, spätestens in Vegas wahrscheinlich. Und dann auch Ja, gute. dann kommst du wieder mal vorbei, Werwolf spielen. Ja, mache ich auf jeden. Sehr Wenn gerne. es
wenn du dich traust. Ja, noch Bei schneide ich unserer so gut Gruppe ist ab, es sicher aber. nicht leicht, zum Werwolf zu spielen. Hey, seid ihr alle schon Werwolf-Pros? Es ist schon gemein, damit zu machen. Das kommt noch. Das kommt noch. Ja, du, dann pass Na auf dich gut, auf. Andi, Pass auf dich auf und mach weiter, so wie dann du macht es bisher alle gemacht hast. gut Ja. und ich wünsche euch was. Mach's gut, mein Lieber. Ciao, Ciao, ciao. ciao.